Die Überraschung hielt sich in Grenzen unsererseits. Ich kenne Olaf Scholz aus der Zusammenarbeit, als ich noch stellvertretender Ministerpräsident und Umwelt- und Energieminister in Schleswig-Holstein war, sehr gut. Wir hatten viele Punkte, wo wir gemeinsam agiert haben in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik, in der Hafenpolitik. Das gemeinsame Agieren war häufig ein reibungsvolles Agieren. Aber ich habe ihn immer als zugewandten, freundlichen und sehr erfahrenen Politiker wahrgenommen. Insofern viel Spaß, Olaf Scholz, bei dieser Reise. Insgesamt, auch zu der Diskussion, die über das Wochenende lief, möchte ich sagen, dass mir schon klar ist, warum die innerparteiliche Logik der SPD diesen Schritt jetzt notwendig gemacht hat. Ich halte ihn aber für uns in keinsterlei Hinsicht für irgendeinen Fingerzeig. Es ist viel zu früh für Wahlkampf. Wir stehen, Stichwort zweite Welle Corona, Stichwort Hitzewelle und Klimakrise, Stichwort Wirecard, Stichwort die Situation in Europa vor immensen politischen Herausforderungen. Wir wollen uns auf die Sache konzentrieren. Wir wollen natürlich dann irgendwann in den Wahlkampf einsteigen, aber dann, wenn Wahlkampf ist, und noch ist kein Wahlkampf. Und all diese Spekulationen über Koalitionen und Personen, die sind nicht unsere und wir werden uns von denen auch fernhalten. Soweit von meiner Seite. Ich habe gesehen, dass es erste Fragen gibt. Frau von Bouillon, Sie fangen an. Thema gleich. Ich würde doch gerne noch mal genauer wissen, wie Sie das einschätzen für die in den Folgen für die Grünen, dass Herr Scholz diese Kanzlerkandidatur jetzt macht. Das ist ja, steht ja auch für eine bestimmte Richtung. Es wird ja jetzt auch gerade wieder sehr viel über eine rot-rot-grüne oder aus Ihrer Sicht vielleicht grün-rot-rote Regierung gesprochen. Was halten Sie davon? Und Frage 2, wann benennen denn jetzt die Grünen Ihren Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin? Müssen Sie da nicht jetzt nachziehen? Also um mit der Frage 2 anzufangen, das müssen wir nicht. Wir haben einen Führungsanspruch für dieses Land als progressive gestaltende Kraft und aus diesem Anspruch heraus werden wir alle wahlstrategischen Fragen dann beantworten, wenn wir es für richtig halten. Und wir werden uns auf keinen Fall durch einen aus meiner Sicht auch nicht ganz glücklichen Zeitpunkt den andere setzen, unter Zugzwang setzen lassen, sondern führen heißt aus eigener Überlegung, aus eigener Kraft, aus eigener strategischer Analyse heraus die richtigen Entscheidungen treffen. Insofern hat das für unsere Aufstellung überhaupt gar keinen Einfluss. Und dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird, ist ja jetzt in Wahrheit keine Überraschung. Also insofern ist die Frage, was bedeutet es für die Grünen, auch eher mit gar nichts zu beantworten. Also wir haben damit gerechnet, wir sind darauf eingestellt, jetzt ist es so gekommen. Boah, wie erwartet, würde ich sagen. Ich glaube, wir werden einen extrem spannenden Wahlkampf bekommen mit völlig ungeübten Situationen. Ich weise nochmal darauf hin, dass es der erste Wahlkampf seit Beginn der Bundesrepublik ist, wo keine amtierende Kanzlerin respektive Kanzler antritt. Das heißt, alle geübten Narrative, die einen sagen, ihr kennt mich doch oder wir müssen nur weitermachen wie bisher oder keine Experimente, also um etwas zu verteidigen, funktionieren nicht. Aber auch die geübten Oppositionsreflexe, alles egal, aber die nicht oder der nicht funktionieren nicht. Das sind völlig neue, völlig andere Spielregeln. Und wir werden sehen, wie sich die Parteien und die Akteure in den Parteien dann vor diesem Hintergrund bewähren. Und deswegen sind die Szenarien, die die Parteien überlegen müssen, immer ihre Szenarien. Aber ob die dann auf die gesellschaftliche Wirklichkeit passen, ist eine ganz andere Frage. Herr Leithäuser. Daran würde ich gerne anschließen und Sie auch noch was Zweites fragen im Zusammenhang. Heißt es nach Ihrer Analyse, dass es in dem kommenden Wahlkampf weniger auf Personen ankommt als in den Wahlkämpfen zuvor, eben weil es diese Figur des Amtsinhabers und des, damit auch des Herausforderers womöglich nicht gibt? Und zweitens gefragt, die SPD hat ja mit der Kür des Kandidaten auch den Anspruch auf eine linke Mehrheit verbunden und die wird ja ohne die Grünen nicht funktionieren. Setzt sie das also nicht doch unter Zugzwang, dass sie sich wenigstens inhaltlich in eine Richtung sortieren müssen? Gerade in Zeiten von Veränderungen und Unsicherheiten, und damit meine ich einerseits natürlich die strategische Ausgangssituation, keine amtierende Kanzlerin tritt mehr an, aber natürlich meine ich auch die großen Umbrüche, die wir erleben, also die Krisen, die wir durchleben, Corona, Klima als Beispiel genannt, aber wir können über das Finanzsystem, über die Globalisierung, Sie kennen es, man kann im Grunde keine Grenze mehr ziehen. Alles, was als sicher geglaubte politische Wahrheit die letzten 30 Jahre da war, ist in Frage gestellt. Ist das Vertrauen ein hehres Gut? Und Vertrauen bildet sich von Menschen in der Regel zu Menschen.
Deswegen glaube ich, dass es extrem darauf ankommt, welche Menschen im Wahlkampf agieren, wie Programme, programmatische Punkte vermittelt werden, ob man glaubt, dass der oder die überzeugt ist von dem, was sie sagt. Das werden entscheidende Momente in dem Wahlkampf sein. Und es gibt weitere natürlich, wie die Inhalte von Partei und Person zusammenpassen, beispielsweise ob es Politik aus einem Guss ist und so weiter und so fort. Aber sicherlich wird die Frage von Personen eine wichtige Frage sein. Das wäre unaufrichtig, das nicht zuzugeben oder darüber zu reden. Zweitens, in den Landesverbänden lange geübt und seit vielen Jahren auch Beschlusslage auf Bundesebene ist, nichts auszuschließen. Nichts auszuschließen heißt keine Zusammenarbeit mit demokratischen Parteien. Sie wissen, dass wir mit der AfD niemals in eine Koalition gehen werden. Und das aus prinzipiellen Überlegungen heraus. Wenn sie alle Parteien am Ende alles ausschließen, dann kann es nur zum Wortbruch führen, also zum Nichteinhalten von Wahlaussagen im Wahlkampf oder zur Unregierbarkeit. Das ist der Zustand der Zeit. Die alten Blöcke haben sich aufgelöst. Und wir sehen uns eher bestätigt daran, dass wir vor 10 Jahren auf diesen Kurs gegangen sind, keine Ausschließeritis. Das wiederum heißt aber auch umgekehrt, keine Koalitionsgespräche vor ihrer Zeit. Und deswegen halte ich das, was am Wochenende passiert ist, für nicht hilfreich, für nicht der Sache angemessen. Wahlkämpfe handeln, gerade dieser Wahlkampf handelt von den Unterschieden zwischen Parteien und meinetwegen auch Personen. Und dann stehen die Koalitionsverhandlungen am Ende, aber nicht am Anfang. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir weggerutscht ist, keine Zusammenarbeit mit undemokratischen Parteien war natürlich gemeint. Ich glaube, das Un ist ein bisschen weggerutscht. Entschuldigung. Frau Höhne. Ich habe auch zwei Fragen. Einmal, wo sehen Sie Ihre eigenen Schwerpunkte im Wahlkampf, in diesem Wahlkampf? Wo werden Sie die setzen? Und meine zweite Frage, Sie wollen, also ich verstehe das jetzt so, dass Sie 100% aber einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen wollen, verbunden mit diesem Führungsanspruch auch als Kanzlerkandidatin oder als Kanzlerkandidatin, dass diese Option, das nicht zu machen und doch mit dem Spitzenduo anzutreten, sozusagen raus ist. Wir haben über die Sommerreise, die Annalena und ich jetzt 3/4, würde ich sagen, absolviert haben, den zentralen Gedanken des Grundsatzprogramms, das wir vor den Sommerferien vorgestellt haben, versucht, nochmal in Bilder und in Anschauung zu bringen. Und dieser zentrale Gedanke ist, dass das, was wir aus der ökologischen Welt kennen, Vorsorgepolitik, langfristiges Denken, eine Gesellschaft fit machen für die Veränderungen, angewandt werden muss auf das Gesundheitssystem, auf das Finanzsystem, auf das System, wie wir handeln, wie wir konsumieren, wie wir reisen und so weiter und so fort. Deswegen geht es darum, ein politisches Prinzip, das nicht immer einer Krise hinterherrennt, sondern Krisen vorbeugend bekämpft, einzuführen in alle Bereiche. Natürlich sehen wir, gemessen an der Dringlichkeit der Aufgabe, Schwerpunkte. Ich würde heute sagen, es ist natürlich die Bekämpfung der Klimakrise, die Eindämmung der ökonomischen Folgen und der gesundheitlichen Folgen von Corona und der Zusammenhalt von Europa, eine eigene europäische Handlungsfähigkeit, die nach Lage der Dinge über das Finanzsystem hergestellt werden muss. Aber das ist nicht abschließend aufgezählt, sondern es geht darum, ein politisches Prinzip, das alles und jedes an seinem ökonomischen Wert gemessen hat, zu durchbrechen und stärker wieder über die Vorsorgeprinzipien, über den Zusammenhalt der Gesellschaft, über das nicht monetäre Zusammenspiel von gesellschaftlichen Kräften einen Zusammenhalt in der Gesellschaft herzustellen. Und ich habe es schon gesagt, wir werden alle Entscheidungen dann treffen, wenn wir es für richtig halten. Wenn Sie unseren Weg die letzten 3 Jahre verfolgt haben, haben gesehen, dass wir uns immer versucht haben, fernzuhalten von den taktischen Spielchen. Wir haben die Umfragen und die Fragen, wann nennen Sie Kanzlerkandidaten und wer wird es denn und so weiter, immer fern von uns gehalten. Wir sind damit gut gefahren. Ich glaube, es ist die sachliche Arbeit, die Konzentration auf die Themen, die uns stark macht, die uns geschlossen macht, unsere Partei geschlossen hält. Und so werden wir es weitermachen und alles Weitere wird dann mitgeteilt werden, wenn es soweit ist. Aber es ist nicht ein Jahr vor der Wahl. Und noch einmal, die Krisen sind ernst, die Herausforderungen sind groß. Und angesichts dieser Herausforderung so zu tun, als sei der Wahlkampf eröffnet, ist aus meiner Sicht zu früh. Herr Schwenk. Herr
Habeck, Sie haben vorhin vor den gewohnheitsmäßig eingeübten politischen Gesten gesprochen, was in der Opposition so tut und so sagt. Nun hat Frau Esken gestern was sehr Ungewöhnliches gesagt. Sie hat nämlich gesagt, implizit, die SPD gibt ihren Führungsanspruch auf und geht in eine, als Juniorpartner auch, unter einem grünen Kanzler, einer grünen Kanzlerin in eine Regierung. Was bedeutet das für Sie? Macht das die Zusammenarbeit einfacher? Ist das schlichter Realismus der SPD? Ist das irgendwie verblüffend? Nein, verblüffend war das nicht. Es ist mutig im gewissen Sinne von Frau Esken, das auszusprechen, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass im Wahlkampf der SPD das ja auch schon Thema war. Ich glaube, ihr Partner hat es damals thematisiert. Die SPD braucht gar keinen Kanzlerkandidaten. Dann haben sie sich anders überlegt. Das ist alles Domäne der SPD. Mir ist daran gelegen, eine Auseinandersetzung in der Sache zu führen, aber ich bin nicht der Wahlkampfberater von anderen Parteien und werde das auch nicht tun.